Autsch, Baby drückt auf Blase. Schauspielerin Isabel Horn kann es kaum erwarten, Mama zu werden. Doch so eine Schwangerschaft hat auch ihre Tücken, wie sie uns auf der Plötzlich-Papa-Premiere in Berlin verrät. Ich muss schon sagen, so langsam Treppensteigen etc., es wird immer schwerer. Und das kleine Würmchen, das drückt immer so auf die Blase jetzt auch. Ich habe ständig das Gefühl, ich muss auf Toilette. Ei, die kleine Maus hat ihre Mama ja schon fest im Griff. Doch die 32-Jährige weiß, auch das gehört zu einer Schwangerschaft. Aber es ist alles ganz normal. Es geht mir gut, dem Kind geht's gut, alles wunderbar. Ach, schön. Und lange dauert es ja auch nicht mehr, bis du dein kleines Würmchen in den Armen halten darfst.